Ich stelle euch kurz die zentralen Punkte vor, die wir uns überlegt haben, die wir im Landkreis einbringen wollen. Als entscheidendes Element sehen wir die Weiterentwicklung der Schulentwicklungspläne. Insbesondere sollten die Pläne mit der Stadt Darmstadt gemeinsam aufgestellt werden. Für die Berufsschulen sollen diese auch mit den anderen Landkreisen in Südhessen aufgestellt werden und eingebunden werden, damit man den Schülern einen attraktiven Unterricht anbieten kann. Auch wollen wir an dem Berufsschulstandort Dieburg festhalten. Ein weiterer wichtiger Punkt, den wir auf unserer Agenda haben, ist der Erhalt kleinerer Grundschulen. Ganz im Sinne der kurzen Beine, kurze Wege. Kleinere Schulen decken insbesondere die Versorgung im ländlichen Raum ab und für die Schüler ist es auf jeden Fall sinnvoll, vor Ort eine Grundschule zu besuchen. Deshalb wollen wir uns dafür stark machen. Als letzten Punkt, den ich euch noch vorstellen möchte, geht es um den Nachholbedarf bei den Sanierungen im Allgemeinen. Hier sehen wir auf jeden Fall Handlungsbedarf. Wir fordern klare und einheitliche Schulbauleitlinien bei der Sanierung und beim Bau der Schulen. Die Bevorzugung einiger weniger Schulen soll damit ein Ende haben. Ein weiterer wichtiger Bestandteil im Schulbau sind unsere Sporthallen. Hier ist es uns wichtig, dass wir eine fortlaufende Bewertung der Sporthallen machen im Ampelsystem, um festzustellen, welche Sporthallen sanierungsbedürftig sind. Ein weiteres wichtiges Thema für uns, gerade als Digital Natives, ist die Implementierung des digitalen Klassenzimmers. Hierfür benötigen wir nicht nur die passende Ausstattung an Schulen, sondern auch die Ausstattung der Schüler ist vonnöten. Was wollen wir hierfür? Wir wollen einen flächendeckenden Anschluss der Schulen an das Glasfasernetz. Ein Aufbau eines offenen WLANs an den Schulen. Klar ist auch, dass jeder Schüler den Zugang zu einem digitalen Leihgerät haben muss. Aber auch die Lehrer benötigen Schulungen, um digitalen Unterricht stattfinden lassen zu können. Denn nur so kann der digitale Unterricht als Ergänzung zur Vermittlung des Wissens erfolgreich sein. Ein anderes wichtiges Thema ist es noch, die individuellen Stärken und Schwächen von Schülern zu berücksichtigen. Deswegen stehen wir ganz klar zum dreigliedrigen Schulsystem. Nicht differenzierter Unterricht ist weder gut für diejenigen, die besonders leistungsstark, noch für die besonders leistungsschwach sind. Daher setzen wir uns für den bedarfsgerechten Erhalt von Förderschulen ein. Thank you.